Gunguru, Bengals, Pyle? Schlackern euch bei diesen Begriffen auch die Ohren? Keine Sorge, mir ging es ganz genauso. Und genau deswegen erkläre ich euch im heutigen Video die wichtigsten Begriffe zum Thema indischer Schmuck. Namaste, herzlich willkommen bei Indien für Anfänger. Ich bin die Latoya und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder dabei seid. Als ich mit indischem Tanz angefangen habe, hatte ich überhaupt gar keine Ahnung, wie man den ganzen indischen Schmuck so nennt. Und deswegen hatte ich unglaubliche Schwierigkeiten, mir die Sachen zu besorgen, weil ich einfach nicht wusste, wonach ich suchen muss. Dieses Wissen musste ich mir über viele Jahre erarbeiten und damit ihr es einmal leichter habt, erkläre ich euch heute die wichtigsten Begriffe zum Thema indischen Schmuck. Legen wir gleich los. Ich ziehe mir die Sachen an und erkläre euch währenddessen, um was es sich da handelt und wie ihr es verwendet. Fangen wir beim Kopf an. Da gibt es dieses hübsche Teil hier. Na, wisst ihr noch, wie das heißt? Wenn nicht, schaut doch mal hier oben. Ich habe nämlich ein ganzes Video dazu gedreht. Es handelt sich um ein Tikka. Das ist ein Stirnschmuck, der üblicherweise mit einer kurzen Kette im Scheitel befestigt wird. Es gibt verschiedenste Ausführungen und das auffälligste darunter ist das Mattapati, welches zusätzlich zum Tikka noch mittels zweier seitlicher Ketten die Haarlinie nachzeichnet und meistens von der Braut an ihrer Hochzeit getragen wird. Eine Variation des Tikkas ist das Juma, welches muslimische Frauen auf der linken Seite des Kopfes tragen. Üblicherweise deutet seine Form einen Halbmond an. Direkt unter dem Tikka befindet sich der rote Punkt, den wohl jeder mit Indien verbindet, das Bindi. Es ist ursprünglich das Symbol der verheirateten Frau, das sowohl sie als auch ihren Mann schützen soll. Außerdem ist es die weibliche Entsprechung des Tilaks, des hinduistischen Segensmals auf der Stirn vieler Männer. Der Punkt zwischen den Augenbrauen symbolisiert das dritte Auge und das sechste Chakra. Heutzutage tragen es auch unverheiratete Mädchen zu festlichen Anlässen und auch in indischen Tanzgruppen sieht man es fast immer. Mittlerweile gibt es Bindis in allen möglichen Farben und Formen. An den Ohren finden wir in Indien sehr oft Jhumkas. Diese glockenförmigen Ohrringe gibt es in zahnlosen Farben und Formen. Ein weiteres typisch indisches Accessoire ist die Sahara Chain. Das ist ein Ohrstecker, der mit einer oder mehreren Kettchen verbunden ist, die man an den Hinterkopf führt und dort einfach ins Haar einhängt. Das letzte Schmuckstück im Gesicht befindet sich an der Nase. Hier gibt es entweder einen Nasenring oder einen Nasenstecker, den man Nat oder Natni nennt. Natürlich gibt es das ebenfalls in regional verschiedenen Ausführungen. Im Punjab zum Beispiel tragen die Bräute das sogenannte Shikarpuri-Nat, in Rajasthan und Gujarat ein etwas einfacheres Natni. Der Nasenring hingegen ist meistens mit einer Kette versehen, die einfach in die Haare eingehängt wird und so dem Gesicht noch mehr Kontur verleiht. Sicher habt ihr schon einmal diese langen geschmückten Zöpfe gesehen, oder? Diese werden üblicherweise von südindischen Bräuten auf ihrer Hochzeit getragen. Aber nicht nur von denen. Auch Tänzerinnen der beiden klassischen indischen Tänze Bharatnatyam und Kuchipudi benutzen diese während ihrer Darbietungen. Diese Zöpfe gibt es in verschiedenen Ausführungen, von schlicht bis pompös. Und man nennt sie Jadanagam. Ein weiteres Accessoire für die Haare ist das Paranda oder Parandi, ein Haarteil, welches die Haare optisch verlängert und am Ende mit kleinen Glöckchen, Spiegeln und sonstigen Verzierungen geschmückt ist. Es wird oft von Punjabi-Frauen getragen. Natürlich gehört auch eine Halskette zum Outfit. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, von einfachen bis pompösen Halsketten bis hin zu sogenannten Chokers, die den Hals umschließen. Je nachdem, was man darstellen will oder was der Anlass ist. Zu einem Auftritt mit der Tanzgruppe dürfen zwei Dinge wirklich niemals fehlen. Bengals und Payel, also Armreifen und Fußkettchen. Die gehören allein schon aufgrund des schönen Klangs mit dazu. Aber natürlich spielt auch die Optik eine große Rolle. Bengals bestehen meist aus Metall, was fürs Tanzen definitiv besser ist. Es gibt aber auch welche aus Kunststoff oder Glas. Die Fußkettchen nennt man Payel und sie sind meist in silberner Farbe zu haben und mit unzähligen kleinen Glöckchen verziert. Für besondere Anlässe gibt es aber auch welche aus Gold. Uff! Das waren jetzt eine ganze Menge Begriffe, aber ich hoffe, euch ist jetzt einiges klarer und ihr habt es leichter beim Sachen shoppen als ich. Habt ihr schon einmal indischen Schmuck gekauft? Welche Gegenstände waren das? Und habt ihr sie leicht gefunden oder musstet ihr auch erstmal stundenlang suchen, was überhaupt ist? Schreibt es mir doch in die Kommentare, es würde mich echt interessieren. Teilt und liked das Video, wenn ihr es hilfreich fandet und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Diesmal gibt es sogar eine Endcard, in der ich euch alle Gegenstände aufgelistet habe, damit ihr sie jederzeit wiederfinden könnt. Danke fürs Zuschauen, Danja Wart.